Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Special für Silvester-Neujahr. Und diesmal machen wir uns an den Arcade-Mode von Rocket Mania. Natürlich auch auf mittelschwer. Und schauen wir mal. Ach, das ist dieser Mode, seht ihr, da fallen die Felder von oben rein und sie dürfen nicht den Bildschirm ausfüllen. Man kann die dann auch bewegen und natürlich klassisch drehen und ja, also der Rest ist eigentlich wie gehabt. Ich fange mal an. So. Okay, also hier kommen die Felder von oben rein. Das heißt, hier kann man manchmal auch nicht so gut die Kombis bilden. Was teilweise ziemlich ätzend sein kann. Ah, dammit. Was mache ich denn für einen Mist? Der kann gerne hier hin. So, und da kann man einmal durch. Und auch hier zählt eigentlich wieder, wenn ich mehr Raketen auf einmal zünde, dann kriege ich mehr Punkte. Allerdings, wie gesagt, ist das ein wenig schwieriger hier. Deswegen warte ich jetzt auch noch. So, machen wir es mal so. So. Dann kann ich den hier nehmen, den hier. So. Ach, verdammt. Zieh's rüber. Ich will die Kurve gerade da nicht haben. Ach, verdammt. Egal. Zünd es. Dreifach kommt, ist doch auch schon mal schön. Well done. So, da sind jetzt die Tipps wieder angezeigt. Die Münzen erscheinen, wenn du mehrere Raketen gleichzeitig zündest. 5 Münzen rüsten eine Rakete auf. Okay. Ach, die Münzen werden wahrscheinlich scheinbar ins nächste Level übernommen. Und ich habe jetzt scheinbar gerade ein, ja, was soll ich sagen, Kombi gemacht. Okay. Ich soll die Teile wohl erstmal fallen lassen. Kann ich das irgendwie beschleunigen? Nee, damit kann ich pausieren. Oh, guck mal, dann geht der Drache weg. Interessant. Also ich kann es nicht beschleunigen, dass die Teile fallen. Und für das, wie heißt es doch gleich? Für das Verschieben bin ich mal auch zu blöd. Da bin ich ganz ehrlich. Das ist nicht meins mit dem Verschieben der Teile. Da. Nein, das wollte ich darüber. Shit. Egal. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Egal, ich zünde mal den hier. So. Ja, das brauche ich eigentlich gar nicht so zünden. So, jetzt kann ich es zünden. Für eine Vierfach-Kombi. So. Ich sehe schon, die Kombis für sind hier auch deutlich schwieriger geraten, damit man die Raketen upgradet. Deswegen bin ich jetzt erst im dritten Level zum ersten Upgrade gekommen. Das war vorher, meine ich, deutlich früher passiert gewesen. Dahin, das hierhin, dann kann ich immerhin schon meine Kombi bilden und damit wieder 2 Upgrades auch einsammeln. Aha. So.
Ja, der liegt da ganz gut. Und die Kurve kommt da auch ganz gut rein. Muss ich jetzt hier nur noch verbinden. So. Und ab die Post. So. Wow. Münzen eingesammelt. Ganz wichtig. Und ich glaube, bei diesem Mode werde ich auch nicht so weit kommen wie früher, auch wenn das nicht wirklich weit war vorher. Aber diesen Mode kann ich noch weniger. Es geht mir eigentlich einfach alles ein bisschen zu schnell hier. Da bin ich jetzt ganz ehrlich zu euch. Das liegt mir gar nicht. Aber jetzt, wo ich weiß, dass die Münzen in die nächsten Level übernommen werden, ich denke, vorher war es auch so. Hier holt ihr die Edelsteine für Bonuspunkte, warte ich nicht zu lange, diese Edelsteine sind nicht ewig da. Das war wahrscheinlich vorher auch so gewesen, da habe ich mir unnötig Stress dann gemacht. Kann passieren. So. Okay, dann mache ich doch mal meinen ersten Raketenabschuss und meinen zweiten. Na, das wollte ich nicht. So. Ups. Upsi. Okay. Ich würde die Edelsteine gerne mitnehmen. Na, zumindest einen. Immerhin. So. Dann kann ich den so hier verbinden. Ich sollte, glaube ich, mal wenigstens random ein paar Teile da rechts runterziehen, weil sonst ist rechts die Kacke wieder am Dampfen. Na, dammit. So. Dann muss ich nur noch den hier drehen, dann habe ich nachher meine Kombi. Das ist sehr schön. Oh, dammit. Okay, den drehe ich dann noch und dann mache ich meine Kombi. So. Diesmal hatte ich es immerhin geschafft, meine Raketen aber dafür gleichmäßiger abzugraden. Oder kriege ich schon wieder zwei Raketen-Upgrades? Huhuhu, da freue ich mich doch schon drauf. Raketen-Upgrades. So. Dann kann ich das hier hinziehen. Dammit. Ach, dann fällt das ja durch. Verdammt. Dann muss ich es eben anders zünden. So. So. 6 noch? Okay.
random ein paar runter. Ah, willst du da keine Kurve draufsetzen? Ich könnte da wirklich gut eine Kurve gebrauchen, danke. Hier haben wir jetzt auch die Bombenerklärung. Jagen Verbindungen in der ihrer Nähe in der Luft. Sehr vorsichtig, Edelsteine und Münzen in der Nähe fliegen mit in die Luft. Das haben wir schon gemerkt. War nicht so schön. Da habe ich wieder Upgrades. Sehr, sehr schön. Upgrades kann man doch immer gut gebrauchen. Ach, da kommt gleich nochmal so einer rein. Ach, da Schande. So. Ach egal. Was wolltest du? So. Und diesen hier wollten wir auch. Dann können wir den hier holen. Den hier. Und letztendlich natürlich auch diesen da. Upsi. Das war jetzt nicht so klug. Dann packe ich den hier noch schnell rein. Und ab die Post. So. Verdammt. Zünd ich das jetzt? Machen wir es halt mal so. Dann brauche ich nachher nur noch den hier umdrehen. Okay. Da kommt jetzt auch gerade das richtige Teil. Und dreht. Oh, mal immer noch die Level 1 Rakete. Was soll's? Oh, jetzt habe ich alle auf einmal geupgradet. Das ist doch auch mal schön. Das ist also der Trick, um hier Kombis zu bekommen. Man baut sie am besten vorm Ende, weil dann kann man natürlich besser taktieren, indem man sich einfach eine Stelle bereithält, wo man nur noch drehen braucht. Jetzt habe ich es raus. Das ist also der Trick der Tricks. So. So. So, und drehe es. Drehe diesen hier. Dann kannst du diesen hier drehen und Münzen sammeln. Jawohl. So, vier noch. Die kann ich vielleicht in einem Rutsch machen, wenn ich jetzt mal ein bisschen warte. Nee. Nee. Egal. Machen wir es so. Und jetzt kann ich dann beim Rest wirklich abwarten und Kaffee trinken. Okay, machen wir halt einen Zweier. Die Münzen laufen mir ja nicht weg. Ein Magister, das habe ich vorher auch schon geschafft. So. Dann gucken wir doch mal.
Ah, jetzt werden die Teile schneller platziert. Ich merke es schon. Langsam erhöht sich wirklich dadurch der Schwierigkeitsgrad. Und zwar beachtlich. Die bitte hier rüber. Den hier wieder hier rüber, den auch, den nicht. Ja, komm. Zündmoss. Ah, den hätte ich noch mitnehmen können. Was soll's. Der sitzt da gut. So. 7 noch. Oh, das wird jetzt langsam happig. Den 5er werde ich so schnell nicht losbekommen. Na, weg da. Okay, ich muss hier zünden. Eine noch. Na. Die Silbe ist gezündet. So. Das wird immer schwieriger. Das wird immer schwieriger. Das ist wirklich. Man darf das Spiel nicht unterschätzen. Auf keinen Fall. Also. Das ist der größte Fehler, den man machen kann, dieses Spiel in diesem Punkt zu unterschätzen. Das strengt wirklich eure grauen Zellen an, das könnt ihr mir glauben. Da habe ich nochmal was weggesprengt, okay. Das Wegspringen ist natürlich gerade in diesem Mode sehr hilfreich. Das hier so ein bisschen so machen. Elf, ja, okay, jetzt lasse ich erstmal welche fallen. Wieder eine Verbindung und langsam wird es schon wieder heftig. Geht er weg. So. So habe ich es schon viel lieber, wenn das so schön gleichmäßig ist. So, 3 noch zum Zünden. Wie mache ich das jetzt? Das ist jetzt die Frage. So hätte ich 3. Mehr werde ich da auch nicht reinbekommen. Ach, ist das eine schöne Animation auch. Publikumslieblinge, ich glaube, da bin ich vorher gescheitert. Mal schauen, ob ich es in diesem Mode jetzt doch weiter schaffen sollte. Also länger ist der Part auf jeden Fall schon mal. Von daher
ist es gut möglich, dass ich diesmal doch weiterkomme. Obwohl ich es nicht gedacht hätte. So, 18 zum Zünden. Den letzten Mode, den werde ich aber nicht mehr am Stück aufnehmen. Weil das reicht dann auch erstmal fürs Erste. Meine grauen Zellen sind da fürs Erste mir jetzt dann genug mit beansprucht. Das ist einfach, ja, hab ich. Es sieht bei weitem leichter aus, als man glauben würde. Wenn man, man würde es nicht glauben, dass es so schwer ist, wenn man es nicht selber spielt. So, das möchte ich damit. Vor allem dieser Mode hier, der ist echt heftig. Vor allem jetzt, wo er so schnell läuft. What the fuck? So. Die Kurve geht da noch reinkommen. So. Infozündung, dann brauche ich noch zwei, die schaffe ich auch noch irgendwie. Theoretisch habe ich sie jetzt schon. Wow! Spinnt ihr? So. Da kann ich nochmal heftig Raketen upgraden jetzt. Jawohl. Neuner Raketen. So schaut's aus. Der kann da gerne rüber. Okay. Ja. So. Meine Dreierzündung schon mal vorbereiten. Der kann, darf hier rüber. So. Dann, deswegen bin ich auch gerade manchmal so still, weil ich mich da hier tierisch konzentrieren muss. War vielleicht doch keine so gute Wahl. Aber wenigstens habe ich die Sackgasse weggesprengt. Also, darüber bin ich schon mal froh, weil die Sackgassen sind einfach immer nur ätzend. Wo ich gerade von Sackgassen spreche. So. So. Boah. Übertreibt's mit euren Sackgassen. Ich hab genug von euren Sackgassen. Nehmt die verdammten Sackgassen weg. Ich brauche eure Sackgassen nicht. Weg damit. Ah. Quellen, Versagensängste. Hilfe. Keine Zeit zum Nachdenken. Ah. Oh mein Gott. Okay. Ein paar rüber. So. Okay, das war jetzt vielleicht nicht so die Mörderidee. Ach herrje, wo soll das noch enden? Das ist das pure Chaos ist das hier, das pure Chaos. Gibt es gleich Level 10er Raketen, dann könnt ihr die auch mal sehen. Und das sind übrigens die höchsten
höher als 10 Raketen geht's nicht. Deswegen ist das jetzt auch langsam hier so sauschwer. Weil ich wirklich schon ziemlich weit gekommen bin. Glaube ich. Gut, ich habe jetzt natürlich nicht den Vergleich. Wahrscheinlich gibt es da Leute, die da deutlich weniger Probleme mit haben als ich. Aber für mich ist das eben nun mal nicht ganz so einfach. Also, ja. Könnt ihr mal auf zilum.de auch anspielen. Ich glaube, wenn man da nicht angemeldet ist, darf man halt höchstens eine Stunde spielen oder so. Irgendwie sowas war da, meine ich, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe hier die Deluxe-Version auf meinem Rechner drauf. Da habe ich dieses Problem auf jeden Fall nicht. Und diese Einschränkung. Ja, dann könnt ihr auch mal gerne reinschreiben, was ihr davon haltet. Ob ihr das genauso schwer findet. Irgendwie sowas. Würde mich mal interessieren. Vielleicht bin ich ja wirklich einfach nur zu blöd. Schnell weg mit. Ah, jetzt kommen schon wieder diese Sackgassen. Du Schande. Ah, mitten in die Sackgasse rein. Weg damit. Verdammt! Weg! Oh. Zwei noch. So, wie krieg ich das jetzt weggezündet? Ah, gerade noch so. Gerade noch so. Ich glaube, ich will das Spiel nicht auf schwer erleben, also. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube, da würde ich nur noch versagen. Aber leicht. Leicht für ein Let's Play, das kannst du ja auch nicht bringen. Den Pussy-Mode, wie es manche so schön bezeichnen, muss nicht sein. Ganz viel weg, so ist fein. Denn so muss das wirklich sein. Tang, tang. Wieder zwei, oh Gott. Das stresst. Das stresst, Leute, das stresst. Warum nur habe ich das getan? Ting, ting, ting. Tingel, tingel, Kula Lumpa. Oder so ähnlich. Oh, ein Glück. Ich hab's weggesprengt. Sehr schön. So. Dann schieß mal die hier mal zum Mond und kommen schon wieder in die Bredouille. Na, 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 na. So. Viel wieder wegmachen, so. Ganz schnell, ganz schnell. Geschwind, geschwind, wieder Wind. Sozusagen. Nein, 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 nein. Boah. Eine noch. Weg da, weg da. Ich wollte es nicht drehen.
So, 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 so. Ah, gerade noch so. Well done. Schüler des Lotus. Ah, stimmt, danach kam, glaube ich, irgendwie dann Schüler von... Danach kam noch irgendwas, also es geht nochmal weiter. Auf jeden Fall. Also das danach war das letzte, was ich mal erreicht hatte, aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Und das war auch beim anderen Modi. Beim anderen Modus, besser gesagt. Das ist, verwunderlich. Also die Modis hier haben auf jeden Fall alle ihren Reiz. Auch wenn ich manche nicht so mag. Weil ich jetzt zum Beispiel schon wieder für die erste Dingens am Arsch bin. Ich glaube, ich gehe jetzt wirklich nur noch aufs reine Verbinden und scheiß mal auf den Rest. Vielleicht wird es damit ja dann ein bisschen besser. Ah, weg da! Weg da! Boah. Das war auf jeden Fall knapp. Ah, ich bin zu blöd zum Verbinden. Weg da. Wieso konnte ich da jetzt nicht klicken? Hallo, was soll das? Scheiße. Weg da, weg da. Schande. Bist du wirklich nur noch am Wegziehen? Oh. Da komme ich nicht lang. Weg, weg, weg. Okay, Leute, spätestens jetzt habe ich wahrscheinlich verloren. Oh, die Bombe hat mich, glaube ich, gerade so ein bisschen gerettet. Diese blöden Dinger da. Diese blöden, na, wie heißt's? Endstücke. Weg da. Ja, diese blöden Endstücke. Weg, weg. Jetzt kann ich nicht mehr wegziehen. Ist aber schnell. Oh. Einen noch. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das Level noch schaffe, ganz ehrlich. Da, genau, Schüler der Perle war das Beste, was ich bisher mal geschafft habe. Und das halt nicht ohne Grund, wie ihr seht. Weil jetzt regnet es die Teile nur noch. Also wer jetzt noch denken und kombinieren kann, der ist, hat meinen Respekt. Bin ich ganz ehrlich. Ups. Oh, bloß weg damit mit den Teilen. Oh Gott. Na, weg da. Gott. Sollen das gehen? Sollen das gehen? Ach du Schande, ach du Schande. Ach du Schande. Gut, gesprengt. Hier kann ich vielleicht irgendwie einen Zweier draus zaubern.
Ja, okay. Hilfe. Ach du Schande. Das wird ja immer schlimmer. Diese blöde Verbindung da hinten war gerade auch so ein bisschen mein Untergang. Da sind wieder viele Teile weg, das ist super. Fünf, oh, das könnte knapp werden, aber es ist nicht unmöglich. Nehmen wir mal die Geraden hier einfach. Die bieten sich gerade an, auf die Schnelle irgendwas loszuwerden. Nein, 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 nein. Bitte, bitte, bitte. Oh, ganz, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Aber eine schöne Punktzahl habe ich hier gerade zusammen. So schön gerade. Wie viel waren es? 360.000 oder so? Ich weiß es nicht. Kommst du mal bitte wieder? Nee? Nächsten Rang. Ach so, der nächste Rang. Okay. Und ihr seht schon, eine Dings kann immer nur ein Upgrade erhalten. Ach du Schande, ach du Schande. Das muss explodieren. Ganz eindeutig, das muss explodieren. Und zwar beide. Dann habe ich vielleicht noch eine geringe Chance. Also mit Betonung auf geringe und Chance. Also, inzwischen ist das Spiel wirklich nicht mehr spaßig, sondern einfach nur noch Stress. Das ist, nicht so angenehm gerade, sag ich mal. Weg. Ah, knapp. Weg da. Okay, keine Chance mehr. Verdammt. This is your final rank. Virtuoser Feuerwerkskörper. Ach stimmt, den gab's ja auch noch. Aber viel, viel weiter. Also, das war dann wirklich das allerletzte. Müsst ihr in der Aufnahme gucken, die ich mir verhauen habe. Aber die habe ich, glaube ich, schon gelöscht. Viel weiter bin ich auf jeden Fall noch nie gekommen als diese Ränge hier. Highscore, okay. Da rechts, okay. Ja, ist eine ähnliche Punktzahl wie links, also... Du hast möglich, dass es jetzt wirklich der virtuelle Feuerwerkskörper ist. Okay. Let's launch some fireworks. Im nächsten Part werde ich mich dann an Strategie machen. Aber nicht mehr heute, sondern morgen. Weil sonst ist mein Gehirn wirklich nur noch Matsch. Und das will ich eigentlich vermeiden. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Und bis dahin, ciao Leute.